Hallo Freunde und Hardcore-Fans von Gunnars Kochshow. Heute wird Maître Gunnar eine innovative Idee von unserem Freund Stullen Andreas aus Hamburg umsetzen. Andi ist der Erfinder der Fischstäbchenpizza und Maître Gunnar wird jetzt dieses kulinarische Meisterwerk nachbauen. Holen Sie jetzt Ihre Freunde und Ihre Lieben vors YouTube und genießen Sie. Ach, ist das schön. Ja, liebe Freunde, heute habe ich euch ja versprochen, ein besonderes Rezept zu machen, und zwar ein Hamburger Rezept. Also in Marzahn machen wir ein Original Hamburger Rezept von der Küste, und zwar die Inspiration von Stullen Andreas. Wir wollen jetzt unsere Fischstäbchenpizza machen. Wir können gar nicht verstehen, dass das überhaupt schon durch die Medien gegangen ist, diese Fischstäbchenpizza, weil das ist ja ein Geheimrezept, und ich habe euch mit meinem 16-köpfigen Team schon gefragt, wer da was durchgestochen haben könnte. Angeblich war es keiner, aber wir werden das natürlich noch ermitteln können. Und jetzt wollen wir euch natürlich auch zeigen, wie ihr die Original Hamburger Fischstäbchen-Pizza selber herstellen könnt. Als erstes braucht ihr einen Pizzateig. Den packen wir mal aus, den Pizzateig. Da haben wir einen wunderschönen gerollten Pizzateig, den wir dann auf unser Backblech drauflegen. Ganz klasse lässt er sich ausrollen. Das ist ganz weich und zart. Muss man natürlich alles ein bisschen vorsichtig machen. Ja, und festhalten, dass der nicht wegschwappt. Weil ist ja ein Rezept von der Küste. Ne? In der Küste schwappt ja schon mal was über. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir hier unseren Original-Pizzateig schon mal wunderbar aufbereitet. Dann nehmen wir hier original Hamburger Tomatenmark. Das habe ich extra aus Hamburg einfliegen lassen, hier nach Marzahn. Also wir haben heute wirklich keine Mühen gescheut für euch, etwas Besonderes zu machen. Wir streichen den Pizzateig dann mit dem Hamburger Tomatenmark hier ein. Auch schön vorsichtig das alles bestrichen ist, dass der ganze Teig schön leicht rötlich bedeckt ist, aber natürlich nicht zu sehr, ja, weil darf ja auch nichts runterlaufen. Wichtig ist immer, dass ihr unter dem Teig Backpapier drunter tut, ja, weil sonst pappt die Pizza nämlich an. Das ist so ein alter Hausfrauentrick, so von den alten Marzahner Hausfrauen, die haben das uns erklärt, dass man da immer halt ein bisschen Backpapier drunter tun soll. Als nächstes kommt dann Original Hamburger Käse, Mozzarella Käse. Ja, ich sag ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Heute mal für euch. Den Käse, den streuen wir dann hier drauf. Schön die Pizza mit dem Mozzarella Käse gut bestreuen, gleichmäßig natürlich, dass überall der Käse gestreut ist. Ihr seht das, man kann das so schön portionieren hier. So, das ist dann soweit fertig mit dem Käse. Als nächstes kommt natürlich die Hauptzutat, Original Fischstäbchen. Da müssen wir natürlich das Paket hier irgendwie aufmachen. Und dann kommen auch schon die Fischstäbchen zum Vorschein. Die kommen dann auf die Pizza drauf, unsere Fischstäbchen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir die hier schön verteilen. So, für unsere Fischstäbchenpizza. Und dann als nächstes kommt dann noch Original Blattspinat. Wir nehmen dann den schönen frischen Blattspinat, den tun wir hier so immer dazwischen. Das sind so schöne kleine Portionen. Überall was hin zwischen den Fischstäbchen. Ja, liebe Freunde, ihr seht, ne? So kreieren wir die Original Hamburger Fischstäbchen
Pizza. Ihr braucht also nicht warten, bis irgendwelche Hersteller sowas rausbringen, bis man das irgendwo kaufen kann für teuer Geld. Ihr könnt das ganz einfach selber nachbacken. So, dann tun wir noch mal über das Ganze noch mal ein bisschen Mozzarella drüber. Ihr wisst ja, das soll ja hinterher auch gut schmecken, ne? Das streuen wir noch mal überall drüber. So, schön verteilen, gleichmäßig. Das ist wichtig. Und dann haben wir auch im Prinzip unsere Original Hamburger Fischstäbchenpizza schon vorbereitet. Ja, dann ist es jetzt an der Zeit, den Ofen zu öffnen und unsere Fischstäbchenpizza herauszunehmen. Wir wollen ja nicht, dass die Pizza anbrennt. Die muss da genau richtig knusprig sein. So, nun nehmen wir einen Original Marzana Pizzarollschneider. Das ist wichtig, denn damit können wir die Delikatesse in handliche Portionen aufteilen, denn wir wollen das ja auch essen. Ja, das ist die Original-Fischstäbchen-Pizza à la Stullen Andreas. Wir sehen uns nächsten Freitag um 14 Uhr wieder, also wie gewohnt jeden Freitag 14 Uhr hier auf unserem Kanal. Guten Appetit, liebe Freunde. Mmh, das schmeckt aber jetzt lecker.